Willkommen zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land. Es geht nun weiter. Wir sind hier wieder im Laden. Und hier kann man natürlich wieder mit den Blaupausen neue Fähigkeiten aufwerten. Zwar einmal der Hammer. Spielzeughammer. Hallo Isamu, ich grüße dich. Sei willkommen. Und hier einmal das Schwert. Wow. Kolossales Schwert. Krass. Das finde ich mal richtig stark. Aber ich glaube, er ist nicht mehr ganz so schnell. Mit diesem dicken Oschi in der Hand. So, wir waren ja stehen geblieben noch in Mondaria. Hier haben wir auch einen Igelschatz. 30 Sekunden. Geht's, Isamu? Alles gut? Ah! Oh, habe ich es noch geschafft? 28,60. Nice. Immer den Berg runter. Oh, das ist schön. Das habe ich die letzten Tage auch auf jeden Fall. Es soll ja nur noch heute so schön werden. Dann soll es ja schlechter werden vom Wetter her. Ab morgen. So, das haben wir. Hier haben wir noch was. Den Hammerschatz. 1 Minute 20, sehe ich das richtig? Ja. Ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gestartet. Der ja blöden. Ah, so geht das. Bam. Ah, Mann, das war's mit dir. So schafft man das um einiges schneller. Jetzt habe ich es auf jeden Fall geschafft. 1,16, auch nur wieder 4 Sekunden, nicht mal ganz. Mein Körper interessiert mich nicht so. Zuschauern ja mehr, habe ich. Ja, habe jedoch Rune Factory 5 geholt. Okay, cool. So, wir waren hier stehen geblieben im Invasion im Horrorhaus. Oh, das wird eine sehr spannende und interessante Angelegenheit. Gehen wir doch mal in dieses Horrorhaus rein. Ich habe Angst.
Oh. Ist 3 Snacks, also Schokolade muss ich finden. Hier haben wir einen geheimen Weg. Ah, ich muss die Kiste richtig zerschlagen, oder? Ja. Da haben wir den ersten Waddle Dee befreit. Ist ein Schalter hier, oder? Ah, ne. Oh, eine Glühbirne haben wir nun. Das sieht ja witzig aus. Ah, das kommt. Wird von nicht angelockt, dieses Teil. Ich bin schon gewundert, warum kommt das immer zu mir? Das ist die Frage, welcher Weg ist der richtige? Drin haben wir eine Tür. Gehen wir doch mal da rein. Kann es sich hier nur um eine Geheimtür handeln? Dann holen wir das mal. Und den nächsten Waddle Dee, den zweiten. Ah, die machen nur auf, wenn sie das Licht sehen. Okay. Ja, ich muss noch mal zurück. Da hinten war noch ein anderer Weg. Da könnte noch eine Schokolade gewesen sein. Und zwar hier oben. Eine weitere Kapsel.
Wow. Knapp, eng bin. Oh! Haben wir auch noch was? Für ein Waddleby. Hier haben wir den dritten versteckten Waddleby. Waddleby. Da haben wir einen Hamburger. Ah, und Snack. Also haben wir den zweiten Snack schon gefunden. Da fehlt noch einer. Ich glaube, hier lassen wir mal die... Darf ich nehme mal das Feuer. Vielleicht brauchen wir das noch, wer weiß. Eine Kiste. Wow. Oben ist nichts, okay. Muss trotzdem alles gründlich mal untersuchen. Nichts. Nein. Und nochmal eine Kapsel, die dritte schon. Da drin. Und wir haben alle drei Snacks. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ein Snackautomat. Oh, jetzt kann man die zerstören. Zerstöre alle 13 Edel mit dem Automatenstopfer. Okay. Das habe ich getan. Haben wir noch irgendwas hier? Das war's. Coole Welt. Oh, schließe den Abstand ab, ohne Geist-Gordons zu berühren. Cool. Alle Missionen im ersten Durchgang. Autsch, aua, Vorsicht vor den Stacheln. Mit ihnen kannst du Gegner festpinnen oder sie beim
Rüberrollen, aufsammeln und sie anschließend wegkatapultieren. Zack! Auch Dr. Eisbert wurde vom rätselhaften Wirbel in die neue Welt gesaugt. Er traf kurz vor Kirby ein, tauchte seine Kleidung gegen ein schickes Fell und schloss sich kurzerhand dem Bestienrudel an. Der Neue zu sein ist selten leicht, doch seine Bestienkollegen lieben ihren neuen Kumpel. Na danke. Wenn deine GP mal niedrig sind, das ist natürlich klar. Die Maxi-Tomate, das kennen wir ja. So, wieder neue. Oh. Da kommt noch ein Level. Und nochmal so ein Portal. Nochmal zwei. Oh mein Gott. Wie viel davon gibt es? Ja, Wahnsinn. Dann machen wir erstmal das hier. Bombenschatz. So, das müsste gereicht haben. 3 Sekunden gut. Und geschafft. So. Rohrstopfer. Warte mal, das haben wir schon. Da oben haben wir es doch. Schwerttanz. Bin du scheiße am schlechtesten, okay. Warum das? Au! Habe ich es noch geschafft? 59, war genau eine Sekunde. Sehr schön. So, kommen wir zur nächsten Welt. Und zwar die Wundaria Traumparade. Thank you.
Da hinten ist auch noch was rechts. Nein, aha! Eine Ente? Das kennt man ja noch. Man muss die Enten wieder finden. So, hier haben wir Ente Nummer 2. Ich hoffe, ich habe jetzt keine verpasst. Ente Nummer 3. Hier ist Nummer 4. Gehen wir davon aus, wir haben wieder 5 Enten. Und hier haben wir die Entenmama. Was haben wir denn noch hier unten? Da geht es nämlich, geht es hier noch nach unten? Habe ich das richtig gesehen oder schon noch ein, leider schon ein Loch? Hier ist nichts mehr, okay. Höre ein Waddledee. Und hier haben wir den ersten Waddledee gerettet. Ah, ich hätte ihn vielleicht nicht killen sollen. Ich glaube, da wird mir sehr viel bringen. Das ist der richtige Weg? Habe ich aus Safe nichts verpasst oder so vielleicht? Oh, hier brauchen wir so ein Hütchen. Hier haben wir ein Auto. Oh, wird das so ein Rennen? Lol. Zwei. Sehr geil. Und der zweite Waddledee. Habe ich ja. Nein. Hier hinten dürfte da nichts mehr sein. Nein.
Da bin ich doch von gekommen. Hä, wo muss ich dann hin? Ah, das ist der falsche Weg. Oh mein Gott. Ah, geht's hier unten weiter? Ah, okay, hier haben wir die Nummer 3. Da sieht's nach einem Schild aus. Entferne das Poster, habe ich auch. So, jetzt fehlt noch eine geheime Aufgabe. Wow! Oh! Warum komme ich da nicht hin? Ah, okay. Muss also nur den Gegner besiegen. Ich glaube, die kann ich mit Sicherheit zerstören. Eine Kapsel. So, Nummer 4, aber hier ist immer noch eine gebrechliche Wand, sehe ich im Hintergrund. Ich glaube, da kann man tatsächlich doch nochmal was machen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Eine weitere Blaupause. Peter Tornado Blaupause. So, alle 5 Waddle-Dees. Aber eine Mission bleibt leider immer noch unerkannt. Schließe den Abschnitt ab, ohne im Schlamm zu treten. Ah, okay, das ist also eine kleine Nebenmission. Also wir haben auch wieder in Folge alle
Mission ohne zweiten Durchgang. Richtig cool. Hui, der Panzer dieser Baukröte besteht ja aus einem Gebäude. Wer es so aussieht, hat im Bestienreich bestimmt etwas zu melden. Sonnenbäder stehen bei ihr weit oben auf der Liste. Dafür klettert sie gern an hohe Orte und beansprucht das Gebiet für sich. Wie lange es so eine Klettertour wohl dauern mag? Oder dauert? Ja, mit so viel Gewicht auf dem Rücken kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es eine Weile dauert. Alle 11 Waddledees. Die Waddledees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das dir den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. So, eins haben wir. Ohne die Spezialpower Federtornado kannst du diese Straße... Ah, okay. So, der Federtornado wurde weiterentwickelt. Dann können wir jetzt das auch machen. Es ist kein Schloss mehr davor. Eine Minute habe ich Zeit, um diese Quest abzuschließen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich so viel Zeit am Ende verloren. Habe ich es überhaupt noch geschafft? Jawohl, ich habe es tatsächlich geschafft. First try. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es beim nächsten Mal weitergeht mit Drahtseilakt im Zirkuszelt, dann schaltet zum nächsten Part ein. Ich freue mich auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.